In diesem Video zeige ich, wie man in Inkscape ein Bild in eine Form einfügt. Ich habe hier mein Bild auf der Ebene 1 und wenn ich jetzt das Bild in einen Kreis einfügen will, gehe ich hier rechts auf Ebenen, füge mir eine neue Ebene hinzu, ich nenne die Ebene jetzt einfach mal Kreis, dann gehe ich hier links auf meinen Kreis, ziehe den Kreis mit der Shift-Taste aus. Jetzt ist das Problem, dass ich die Kontur des Kreises nicht sehe, also gehe ich hier auf Füllung und Kontur, Muster der Kontur, erhöhe die Kontur, dann gehe ich auf mein Auswahlwerkzeug, verkleinere den Kreis mit der Shift-Taste und STRG-Taste gedrückt und verschiebe den Kreis. Shift-Taste und STRG-Taste gedrückt, verschiebe meinen Kreis und wenn der Kreis dann gut sitzt, markiere ich sowohl den Kreis als auch das Bild, dann gehe ich Rechtsklick und Ausschneidemaske erzeugen und schon haben wir das Bild in einen Kreis eingefügt. Wenn wir die Kontur entfernen wollen, gehen wir hier oben einfach auf Kontur, Breite und auf 0. Dasselbe funktioniert auch mit dem Vektorpinsel. Ich wähle mir jetzt hier links das Zeichenwerkzeug aus und jetzt kann ich mir hier einfach eine Linie erzeugen. Schließe die Linie und wenn ich jetzt mit hier oben links dem Auswahlwerkzeug sowohl die Linie als auch das Bild auswähle, kann ich mit dem Rechtsklick eine Ausschneidemaske erzeugen und schon haben wir das Bild in eine Form eingefügt. Wenn wir die Kontur wieder löschen wollen, gehen wir hier rechts auf Füllung und Kontur und geben hier bei Breite einfach 0 ein und schon haben wir das fertige Bild. Das war's, danke fürs Zusehen und tschüss. I'm not afraid to die.